davon. Das tut uns nicht gut, das tut uns einfach in den Augen weh. Genau. Ah! Ich dachte es mir doch fast. Ach, guck mal da an. So. Mit der Frucht hoch. Könnten wir mal versuchen, die Wache abzulenken. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber wir können es versuchen. Entweder das oder wir geben es der Mutter mit dem Kind. Ich geb's erstmal dem hier. Ich glaube, er will, dass ich meine Frucht in den Korb lege. Okay. Ja. Gib Frucht an Korb. Gib Frucht an Korb. Das geht nicht. Benutze Frucht mit Korb. Ja. Einzige Möglichkeit. Ja, okay, okay. Hier ist noch eine Frucht für die Sammlung. Als ob die noch mehr brauchen würden. Ich kann das sowieso nicht essen. Ja, finde ich gut, dass du es eingesehen hast. Aber jetzt ist irgendwas in der Höhle, was du noch anklicken kannst? Das gucke ich gerade, aber es sind, glaube ich, tatsächlich nur die Essenskörbe. So eine Scheiße. Ja, das heißt, das war schon mal... Oh, nein, Holz, halt, Holz! Holz! Ein poliertes Holzstück. Die Dorfbewohner verwenden es wohl, um die Früchte zu Brei zu stampfen. Ja, die können wir ja... Das klingt doch gut. Nehmen wir doch mal ein Holz. Genau. Das Holzstück sieht nicht besonders wohlschmeckend aus. Hab ich gesagt, du sollst es essen? Nein, du sollst es mitnehmen. Mitnehmen. Ach, du bist doch bescheuert. Dann benutze es halt. Ah, dann nicht. Das Holzstück sieht nicht... Also ich schlage vor, wir holen uns eine neue Frucht und gehen zu dem Mutter mit Kind und geben denen das. Das ist ein Versuch wert, auf jeden Fall. So. Wusch. Und Mauskursor, lass dich vernünftig bewegen. Niemals! Ja. Diese Frau ist am Verhungern, aber sie möchte trotzdem, dass ich ihrem Sohn das Essen gebe. Das lieb von ihr. Danke für das Essen. Was? Aha. Ja. Wie kommt es, dass wir uns unterhalten können? Wie kommt es, dass wir uns unterhalten können? Durch Ames Bildschirm habe ich sprechen gelernt. Ich bin klug, aber die Dorfbewohner denken, ich sei verhext. Ich wünschte, ich wäre stark. Dann würden sie mir auch zu essen geben. Okay. Der Baum schien jetzt nicht sonderlich gut bewacht, aber okay. Ja. Verhext? Das ist hart. Manchmal. Aber ich bleibe von der Lotterie verschont. Die Dorfbewohner fürchten sich vor mir. Lotterie? Lotterie? Welche Lotterie? Die Dorfbewohner wählen mit Hilfe der Lotterie die Opfer für AM. Aha. Okay. Warum opfern sie ihre eigenen Leute? Ja. Wieso? Opfern sie AM ihre eigenen Leute? Einer wird geopfert, damit AM die anderen verschont. Ja, das haben wir schon gedacht. Ja. Wie lange ist eigentlich diese Opfer? Ja, genau. Ja. Als Opfer für AM zu sterben, tut sehr weh. Es gibt angenehmere Todesarten. Fast alle Todesarten sind angenehmer. Wunderbar. Ja. Ja, genau. Liegen die Opfer auf dem Friedhof? Ich weiß nichts über den Friedhof. Informativ. Absolut. Ja, gucken wir da mal. Ja. Ich habe solchen Hunger. Das ist auch interessant. Wir wollen bestimmt auch irgendwas essen irgendwann mal. Tja. Ich habe solchen Hunger. Ja, genau. Essen finden. In der Obsthöhle sind Früchte. Sie kommen von Bäumen. Ja, das wussten... Die können wir nicht essen. Ja, das wussten wir im Übrigen schon, sonst hätten wir den Dialog ja gar nicht starten können. Ja, das... Ja, genau, ich habe versucht, das Obst zu essen. Davon wurde mir aber nur schlecht.
Man blutet, wenn man die Früchte isst. Als ich noch kleiner und nicht so anders war, hat meine Mutter sie immer zuerst gekaut und mich dann gefüttert. Das klingt voll übel. Hat da jemand Rasierklingen reingezüchtet oder so? Bestimmt AM. Ja. Wie lange finden die Dinger schon statt? Wechseln wir mal das Thema auf was Angenehmeres. Die Rituale für die AM-Maschine finden schon seit langer Zeit statt. Diejenigen, die anders sind, müssen bald zu ihm. Es sind nicht mehr viele Dorfbewohner übrig. Das hat man gesehen, so, ja. So, 1, 2, 3, 4, mit dem Dorfältesten 5, mit uns 6, okay. Ja. Du siehst aus, als würdest du nicht viel essen. Mutter und ich dürfen nicht in die Obsthöhle. Die Dorfbewohner haben Angst vor mir und lassen mich deshalb verhungern. Ja, ich muss da mal was zu essen. Du könntest auch zum Essen finden. Okay. Ja. Wir sehen uns später. Wir könnten unsere Frucht in den Topf schmeißen. Nachdem wir rausgemoonwalkt sind. Bist du gerade rückwärts gegangen? Ja. Ich habe keine Ahnung, warum er das macht. Oh mein Gott. Aber lassen wir das mal. Herrlich. Ah, herrlich. Ja, wir moonwalken uns durch die Gegend. Ah, jetzt können wir wieder normal gehen. So. Entweder wir geben es jetzt in den Topf, oder wir geben es der Mutter, dass sie uns das vorkaut. Ja, versuchen wir es mal mit dem Topf. Ich kann diesem mechanischen Ding nichts hinzufügen, um es schmackhafter zu machen. Seit wann ist ein Topf mechanisch? Ja, dann... Schon immer. Okay. Da, kau vor. Erstaunlich. Diese Frau hat das Essen verdaut und dann wieder gekäut, um es mir zu geben. Wie ein Vogel, der seine Jungen füttert. Mir wird ganz plötzlich leicht übel. Na, immerhin haben wir einen Zungenkuss bekommen. Ja. Was haben wir jetzt davon? Die Frage, da bin ich... Wahrscheinlich konntest du jetzt eine neue Dialogoption führen oder sowas. Versuch es. Okay, ich habe keinen Hunger mehr. Was machen wir jetzt? Ja. Jetzt bin ich müde. Jetzt bin ich müde. Ja, du bist genau. Jetzt meine Familie. Du kannst in unserem Bett schlafen. Träum schön. Ich hatte zwar noch keinen Sex mit deiner Mutter, aber da kommt noch. Warte nur. Ja, immerhin war schon der Zungenkuss. Entschuldigung, aber das ist jetzt ein... Ja, eben. Ui, das ging schnell. Wow, das ging sehr schnell. Hey, ich habe noch wo ist die Mama? Nicht genug geschlafen. Ich frage mich, wo wohl die Mutter des Jungen hin ist. Ich hab da so einen Verdacht. Reden wir mal mit dem. Ich hab da so einen ganz blöden. Wir spoilern nicht. Verdacht hin oder her, wir spoilern nicht. Ja. Ach, da ist das Kind. Schwer zu übersehen. Wo ist deine Mutter? Sie ist zum Altar gegangen, um bei der Wahl des Opfers für AM zu helfen. Ach ja, dann. Wo ist der Altar? Welcher Altar? Ich muss etwas zu essen. Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich die Treppenstufen hoch. Und wieso verabschieden wir uns immer noch mit, ich muss was zu essen finden, wir hatten was. Zu ruhig. Ja. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder von da sind wir gekommen. Dann waren wir an dem anderen Weg noch nicht. Verdammt, wir waren an dem anderen Weg noch nicht. Ah, du siehst das einen Tick schneller. Mein Bild ist nicht so ganz schnell. Ja, klar. Aber hier diese Abzweigung habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Warum haben sich alle um den Altar versammelt? Ja, warum auch? Ist ja nur ein Altar. Also für mich sieht das einfach nur albern aus. Hey. Aber gut. Vor allen Dingen sind da mehr Menschen als vorher. Und wieso stehen wir so nah am Altar? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Rede mit Altar. Ich versuche jetzt den zu essen. So hungrig bin ich nun auch wieder nicht. Na gut. Du stellst dich echt immer an. Ich kann mit dem Altar nicht reden. Heiliger Altar. Ich kann mir bestimmt angucken. Nichts als verbogene Drähte und recycelter Kunststoff. Was sollen denn diese Seile auf den Querbalken? Sieht aus, als wäre zum Anseil verwendet worden, um jemanden anzubinden. Ich glaube, so genau wollte ich das eigentlich nicht wissen. Vielleicht solltest du speichern, bevor wir angeseilt werden. Das klingt irgendwie nach einer Idee.
Das ist jetzt unpraktisch. Warum? Weil sich das Spiel gerade zerschossen hat beim Speichern. Oh. Vielleicht hätte ich doch nicht sagen sollen, lass uns was speichern. Ja. Da sind wir wieder. Sind wir wieder am Aufnehmen? Ja, wir sind wieder am Aufnehmen. Wieder da. Nachdem das Spiel wunderbar beim Speichern abgeschossen hat. Mhm. Red mal mit den Ältesten. Ich wüsste zwar jetzt nicht, was das bringen soll, weil ich ja eh nichts verstehe, aber naja, gut. Reden wir mal. Er interpretiert doch immer so toll. Ja. Siehst du? Aha. Frage, ob es Nahrung gibt, die du allein essen kannst. Nein, frage, warum alle hier sind. Ich hab doch eh keine Stimmbänder. Hm? Mach mal. Was? Ah, ah. Sieht mir ganz nach einer Art Lotterie aus. Das finde ich schon mal gar nicht gut. Ja. Das ist die Mutter des Mutantenkindes. Schwarze Mutantenkind. Perle auch nicht gut. Uh-oh. Ja. Was? Hä? Shanan. Sieht aus, als wäre sie zum Opfer auserkoren worden. Dafür hätte ich gar nicht erst darauf zeigen müssen. Bitte doch, darum, beim Opferritual dabei sein zu dürfen. Nein, frage, ob du stattdessen sie essen kannst. Das geht gut. Oh nein, bitte nicht, bitte, bitte, nein, bitte nicht. Dies ist AM, der Große und Mächtige. Jawohl, der Tod der Frau bedeutet mir nichts. Ich nehme stattdessen den Neuankömmling. Warum wundert mich das? Nein! Nicht? Wieso uns? Wieso? Ja. Ich glaube, wir haben's versaut. Oh, Benny. Ein herzloses Tier, bis zum Letzten. Aber ich bin noch nicht ganz dazu bereit, deinen Appetit zu stillen. Geh zurück ins Feuer und denk über deine Hungeranfälle nach. Skippen. Wer von euch ist als nächstes dran? Das war jetzt aber einfach zu köstlich. Das musste man einfach mal probieren. Mein Gott. Ja. Okay. Gehen wir nochmal dahin. Das Dorf ist heute sehr ruhig. Ja. Ach, was da. Oh Mann. Warum haben sich... Ja, wir reden dann mal mit dem Dorfältesten. Ja. Weil wir so gut reden können. Genau. Und so gut mit Worten umgehen können. Absolut. Sieht mir ganz nach einer Art. Ey, oh Lotterie mein aus. Gott, das ist eine Art Lotterie. Yeah, und die Frau gewinnt den Jackpot. Hust. Das ist die Mutter des Mutantenkindes. Jackpot! So. Ja, das ist ja noch einfach. Da haben wir nur eine Option. Was? Okay. Da kann man noch nichts Böses machen. Richtig. Sieht aus, als wäre sie vom Opfer auserkoren worden. Ja, okay. Ob wir dabei sein dürfen, supi. Ja, wir haben ja keine wirklich andere Wahl. Bitte nicht, bitte. Bitte. Nein. Bitte nicht. Wita Fuma Piba. Klingt, als würde er mich zusehen lassen. Ambila Tajo. Aha, M hat eine Villa auf dem Berg Cho oder so. Ich bin AM, der Große und Mächtige. Nun, du hast mir zwar nicht Toto gebracht, aber ich akzeptiere den Ersatz. Heute werde ich dich meinen Zorn nicht spüren lassen. Bin ich nicht großzügig? Total. Ah, du bist der beste AM. Beste Freund, den ich je hatte. Ja. Oh nein! Oha! EM hat sie in Stücke gerissen!